Hallo und herzlich willkommen zum One Piece Review Folge 969. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung von mir und am Schluss noch ein paar eigene Worte. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. So, wir machen weiter auf der Reise von Roger. Es endet langsam, sie haben das One Piece gefunden und sie sind auf der letzten Fahrt zum Abschluss der Crew. Erst unterhalten sich Rayleigh und Oden am Ende des Schiffs und dann kommt plötzlich Roger dazu. Dann unterhalten sie drei sich nochmal, wie sie sich alle kennengelernt haben, wie Roger Rayleigh damals noch kennengelernt hat. Und sie sind auf dem Weg zu der Insel, wo sie Shanks und Buggy zurückgelassen haben. Als sie da ankommen, warten Shanks und Buggy schon auf die beiden und freuen sich natürlich, dass ihr Captain wieder da ist. Weil die beiden haben ja gar nicht mitbekommen, dass sie das One Piece gefunden haben. Beziehungsweise sie haben es ja mitbekommen, aber sie waren ja nicht mit dabei. Was ich persönlich sehr traurig finde, dass die beiden das nicht miterlebt haben. Da die Geschichte die ganze Zeit aus Oden seiner Sicht erzählt wird, was er so mitbekommen hat, weiß er nicht, warum Shanks jetzt in dieser Situation sich an Roger klammert und anfängt zu weinen. Roger wird ihm wahrscheinlich gesagt haben, dass er die Crew aufgelöst hat und deswegen klammert er sich an ihm so fest. Dann bekommen wir nochmal eine dramatischere Sicht darauf, um wirklich zu zeigen, wie sehr es ihn verletzt. Nachdem ja Gold Roger das dann alles erobert hatte, das One Piece, und sein Schatz zum One Piece ernannt worden ist, hat die Weltregierung ihn auch Gold Roger genannt. Obwohl er ja eigentlich Goldie Roger heißt, was er selber dann nochmal bemerkt. Und alle verstehen auf dem Schiff, warum es so wichtig ist, beziehungsweise warum die Weltregierung ihn Gold Roger nennt und seinen Namen geheim hält und nicht Goldie Roger sagt, da das D ja diese wichtige Bedeutung hat, was Roger und seine Crew jetzt alle wissen. Nachdem das jetzt alles bekannt wurde und Gold Roger sein Schatz als One Piece bezeichnet wurde, sind natürlich alle auf der Jagd nach ihm. Nicht nur die Marine, um ihn festzunehmen, weil er der König der Piraten ist und sie hassen Piraten, deswegen sehen wir hier auch dann wieder Garp, wie er ihn jagen möchte, sondern auch große Persönlichkeiten wie Shiki, den man, glaube ich, noch nie im Anime oder im Manga gesehen hat, sondern immer nur in den Filmen, soweit ich das auf jeden Fall weiß. Dann springen wir wieder sozusagen in die aktuelle Zeit. Alle reihen sich vor Roger auf und Roger hat eine große Ankündigung zu machen. Er löst die Roger-Piraten-Crew auf. Natürlich sind alle deprimiert deswegen und fangen an zu weinen, aber das darf man nicht so sagen, weil keiner von denen weint. Dann wird uns nochmal gezeigt, was Oden und Roger damals auf dem Weg zur Fischmenscheninsel gehört haben, was die Seekönige ihnen zugesagt haben, weil sie ja die Stimme des Universums hören, genau wie Ruffy. Dass nämlich in 10 Jahren jemand geboren wird und in weiteren 15 Jahren er alle übertreffen wird und der König von allem sein wird. Natürlich haben nur Roger und Oden das gehört und sie wissen natürlich nicht, woher diese Stimmen kommen, aber weil sie so laut waren damals, haben sie sich die Ohren zugehalten. Das war nur nochmal, um uns zu zeigen, dass in 10 Jahren was Schlimmes passiert oder was Gutes passiert auf jeden Fall. Und Roger sagt dann jetzt in der aktuellen Zeit nochmal, nachdem er das angesprochen hat, irgendwann in ein paar Jahren wird jemand kommen und uns alle übertreffen. Und er sagt, das wird sein Sohn werden, also Ace. Aber er kennt seinen Sohn, also er weiß ja noch nicht mal, dass er einen Sohn haben wird. Und Rayleigh sagt auch, hey, du hast doch noch gar keinen Sohn. Und dann sagt er, dann mache ich schnell nochmal einen. Und so wird er dann wahrscheinlich auch noch seine Frau kennenlernen und Ace ist dann auch irgendwann geboren. Dann kommt es zu einer sehr, sehr wichtigen Situation und zwar hat Roger ja seine Crew aufgelöst. Und seine Crew lässt ihn von seinem eigenen Schiff gehen auf eine Insel, wo er sich niederlässt für das letzte, weiß ich nicht, halbe Jahr oder wie lange er da noch zu leben hat. Er verabschiedet sich von ihnen und alle fangen an zu weinen. Und es ist auch schön, dass Oden sagt, niemand hat geweint, obwohl wir natürlich offensichtlich sehen, dass alle weinen, weil Leute von Gold Roger seiner Crew weinen natürlich nicht. Aber es hat natürlich jeder bei der Verabschiedung von Roger geweint. Dann bekommen wir nochmal von Roger ein schönes Bild, wie er geht und die Faust hochhebt und dann sozusagen in der Stadt der Insel verschwindet. Als nächstes wird dann auch Oden nach Hause gebracht und Rayleigh verabschiedet Oden und sagt, er soll sich auf sich aufpassen und Oden ist dann wieder endlich in Wano. In Wano angekommen, begrüßt ihm natürlich seine Frau Toki und seine beiden Kinder und er ist natürlich überglücklich, sie wiederzusehen. Das war ein absolutes Abenteuer für Oden, wie er das ja auch gerade aus seiner eigenen Sicht immer noch erzählt, weil wir spielen ja immer noch in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren in der Vergangenheit. Und das ist aber jetzt dann nach der großen Reise, die ihn glücklich gemacht hat und dass er seine Familie wiedergerufen hat, mehr oder weniger erstmal die letzte gute Nachricht. Kinemon und die anderen kommen an, beleidigen ihn erstmal und er sagt, wie unhöflich sie wären, aber natürlich, er war mega egoistisch, er war schon mal wieder da und es lief nicht gut in Kuri, genau wie in Wano komplett. Und er ist einfach nochmal weggegangen für die letzte Reise, was auch sehr wichtig war, aber aus der Sicht von den anderen war es natürlich sehr egoistisch von Oden. In Kuri angekommen, erzählen sie natürlich alles, was passiert ist. Oden fragt nach seinem Vater, sie mussten ihm erzählen, dass sein Vater gestorben ist. Dann erzählen sie ihm auch noch, dass Orochi von dem verfeindeten Clan auf seinem Platz sitzt und angeblich ja sein bester Freund wäre, aber es durch ihn in einer absoluten Katastrophe in Wano geendet ist, beziehungsweise jetzt gerade schon endet. Dann wird ihm noch erzählt, dass es in allen Regionen neue Waffenfabriken gibt, die es davor noch nie gegeben hat, weil Wano ein total friedliches und tolles Land war mit Samurai und jetzt gibt es plötzlich Waffenfabriken, was ihn auch wieder schockiert. Also Oden kommt gerade von der schönsten Reise ever und
hat das One Piece kennengelernt, beziehungsweise den Joyboy-Schatz, weil das One Piece ist ja dann von Roger, und trifft seine Familie wieder und es sollte eigentlich alles gut werden, aber dann bekommt er die Nachrichten, dass sein Vater gestorben ist, dass sein verfeindeter Clan jetzt plötzlich der Shogun des Landes ist und dass Waffenfabriken einfach gebaut sind. Dann fragt er natürlich, warum sich denn keiner gegen Orochi wehrt, und das liegt alles daran, dass jemand wie Kaido ihn unterstützt. Er war also schon damals auf Wano gelandet und hat dann Orochi unterstützt, diese Waffenfabriken zu bauen, weil das alles natürlich in Kaido seinem Interesse war. Dann möchte Kinemon ihm noch was erzählen und Toki schreitet ein und sagt, nein, nein, erzähl ihm das bitte nicht. Dann werden aber Momo und seine Schwester aus dem Raum gebracht, damit ihm erzählt werden kann, dass Kinemon und die anderen Orochi natürlich auch angegriffen haben, nachdem so viele schlimme Dinge passiert sind, aber sie wurden in der Hinterhalt gelockt und gleichzeitig wurde Kuri angegriffen und die gegnerischen Soldaten sind auch in das Schloss eingedrungen, wo natürlich Toki und die beiden Kinder gewesen sind. Das schockt natürlich Oden komplett. Er hat jetzt so viele schlechte Nachrichten hintereinander gehört. Er weiß gar nicht mehr, was er davon halten soll, wie er damit umgehen soll. Er kommt dahin und es läuft einfach nur alles eine Katastrophe. Alles, egal was er sich vorstellen kann, das ist alles einfach nur noch schlimm. Dann wurde ihm aber erzählt, dass Inurashi und Kawamatsu die ganzen Soldaten zurückgeschlagen haben, weil die noch in Kuri als einzige von seinen Soldaten sozusagen da waren. Die haben alle zurückgeschlagen. Aber ein Problem gab es noch, denn es wurde ein Pfeil auf Momo geschossen, da er der Nachfahre von Oden ist. Und seine Frau Toki musste ihn retten, weil die anderen beiden das nicht zu zweit machen konnten und nicht schnell genug da waren. Und alle anderen waren ja gerade bei Orochi im Palast und wollten den angreifen. Und dann musste Toki für Momo einen Pfeil abfangen. Oden guckt sich natürlich jetzt auch die Wunde an, weil deswegen wollte Toki nicht, dass er es erfährt, dass sie verletzt worden ist. Und er guckt sich jetzt ihre Wunde an und das bringt ihm natürlich absolut zum Ausrasten. Nicht nur, dass alles schiefgelaufen ist, sondern auch noch seine Familie wurde verletzt. Und er regt sich natürlich darüber auf, dass Toki sagt, nein, nein, jetzt reg dich nicht so über so eine Kleinigkeit auf. Und Oden erwähnt dann, ob sie noch gar nicht seine Vergangenheit kennt. Und Kinemon klärt sie dann auf darüber, dass er früher so war, wie er früher war, bis er 18 wurde. Wir kennen alle die Geschichte, wir haben es in den letzten Folgen ja alles gesehen, wie er, bis er 18 wurde, alles auseinandergenommen hat, ins Gefängnis gekommen ist, dieses riesen Wildschwein gespalten hat und so weiter und so fort. Deswegen ist es, also es ist keine Kleinigkeit, aber für ihn absolut wirklich gar keine Kleinigkeit. Oden hat nur noch komplett weiße Augen, keine Pupille mehr, er ist komplett rot ummantelt von einer bösen, bösen Energie, schnappt seine beiden Schwerter und sagt Kinemon und den anderen, beschützt Kuri, ich kümmere mich um das Problem. Und dann gibt es den Cliffhanger. Mehr wissen wir dann nicht mehr davon. Dann endet die Folge leider. Und was heißt, mehr wissen wir nicht davon? Wir wissen, dass Kaido ein großes X auf der Brust hat. Das heißt, Oden wird gegen Kaido gekämpft haben. Wir wissen, dass es aber noch ein bisschen länger dauern wird, weil Momo ist noch nicht so alt. Und ich glaube ja, an Oden seinem Tod wurde Momo ja 20 Jahre in die Zukunft geschickt. Und Momo ist ja jetzt 20 Jahre in der Zukunft schon etwas älter. Deswegen, ich glaube, ein paar Monate oder Jahre hat auf jeden Fall Oden noch zu leben. Und das werden wir aber auf jeden Fall in den nächsten Folgen rausfinden. Gut. Das wäre es dann schon mit der Zusammenfassung gewesen. Wie gesagt, es ist immer wieder schön, immer mehr Geschichte von Roger und von der Vergangenheit, auch von Oden, zu erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao.